Okay, willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen in der Kanalisation rum gesucht und Zeugs gefunden und das war lustig und jetzt können wir endlich hier weiterfahren mit der Story und hier muss doch irgendwo Twink sein, oder? Ich dachte, hier ist irgendwo Twink. Hallo. Aber gehen wir erstmal zum Ordensshop. Vielleicht gibt's da was Neues. Hallo, gibt's hier was Neues? Mal gucken. Vermeider, macht es dir leicht einen Angriff aus so einem Multisprung und... Ich glaube, ich kaufe mir Multisprung, ich weiß nicht. Ja, komm, ich hab eh genug Geld, komm. So, zack, jetzt haben wir Multisprung und das ist toll. Okay, und jetzt kommt hier sicher irgendwo... Hey, du warst... Ja, okay, warum habe ich den angesprochen? Ich weiß es nicht. Ich speichere erstmal und... Ich glaube, ich gepenne mal, da habe ich... Nee. Ich glaube, ich habe eh volle HP. Das ist eigentlich wurscht. Ja, okay, wenn dann Twink nicht kommt, dann gehe ich halt direkt hier. Ich will jetzt keine Zeit vergeuden. Ich gehe jetzt direkt. Vielleicht muss man das selbst rausfinden, wo man da hin muss. Und ich gehe da jetzt direkt hin. Also man muss hier nach rechts. Und oh! Ja, wahrscheinlich muss man hier einfach selbst hin. Das ist... Sieht so aus. Brrr, gerade ist mir ein Geist erschienen. Du hast ihn doch auch gesehen. Ja, klar. Den habe ich gesehen. Ich bin nicht der Einzige. Oh, da ist er ja. Da drüben. Hä, wo? Du verarschst mich doch nur. Oh nein, 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 die andere Seite. Oh, wie, nee, da ist nix. Oh, okay. Er ist im Wald verschwunden. Ja klar, verarsch mich nicht. Hä, was? Mario, dieser Wahnsinn muss enden. Würdest du bitte im Wald machen, im rechten Sinn? Hey, du bist doch der First. Eigentlich wäre es ja mein Job. Aber ich kann einfach nicht gehen. Ich habe jetzt viel zu viel Angst vor Geistern. Ja, hast du dir einen richtigen Job ausgesucht, ne? Puh, bitte, bitte, ich bitte dich. Oh. Okay, dann gehen wir halt... Mal gucken, das ist... Nee, nichts. Dann gehen wir halt hier rein für den komischen Förster. Und... hier sieht's ganz schön schaurig aus. Und was? Hä? Was ist hier los? Oh mein Gott, ein Geist. Verzeihung, Sir. Sie sind nicht zufällig Mario. Wie geht es Ihnen, Sir? Meine Herren wünscht Sie zu sehen. Würden Sie die Freundlichkeit besitzen, uns in der Villa am anderen Ende des Nimmernimmerwalds zu tropfen? Meine Herren bat mich auch hinzuzufügen, dass sie über wichtige Informationen bezüglich der Sterne verfügt. Oh, das wird interessant. Bitte beeilen Sie sich, seien Sie sich eines herzlichen Fangs gewiss. Ja klar, bei den Geistern, ja, ne? Und oh mein Gott! Und sollten Sie nicht erscheinen, dann holen wir euch! Oh mein Gott, Leute, das ist ganz schön schaurig. Gehen wir da rein. Und Kapitel 3, der Unbezwingbare. Guckt den euch an, er ist ziemlich groß und dick. So, wir sind hier im Nimmernimmerwald und hier können wir hereingehen und mal gucken, Schild Nimmern... Ja, ja, okay. Beide Seiten Nimmernimmerwald. Gehen wir erstmal nach links, weil wir sind ziemlich links und nicht rechts. Okay, wenn man hier, kann ich das hier nicht? Und, oh, neue Gegner. Soll ich sie angreifen? Ja, komm. Zack. Da zeige ich euch die, dann habe ich die gezeigt und da kann ich dann mal... rausfliehen und rausschneiden und was auch immer. So, Piranha-Pflanze. Zack, zack, zack. Da darf man nicht drauf springen, weil die haben Stacheln. Aber ich habe hier ein Stachelschild ordentlich. Ich könnte es eigentlich machen. Aber der Hammer macht eh mehr Schaden. Und ich glaube, ich wechsle hier gleich zu Koopa, weil der bringt mir hier in diesem Wald eh mehr. Weil es hat hier ziemlich viele Piranha-Pflanzen. Oh mein Gott, 3 Schaden. Ich glaube, die können einen auch vergiften, die Gegner hier. Ich weiß es nicht genau. Also vertraut mir nicht in diesem Punkt. Okay, 4 Schaden und Panzerstoß. Zack, zack, zack. Bam! Voll in die Fresse. Die haben, glaube ich, 5 KP oder... Keine Ahnung. Ist mir auch wurscht, ich krieg der so klein. Haha, siehst du? Ich bin voll der Angeber. Du. Ich liebe es, wie Mario gerade rechts aus dem Bild rausgelaufen ist, aber jetzt gehe ich nach links. Haha, das ist lustig. Okay, was? Okay, hier hinten bewegt sich was, also müssen wir den Weg hier nach unten gehen. Das ist nämlich die Funktion dieses Waldes. Da geht es ganz schön tief rein. Das ist wie bei Zelda. Oh mein Gott, ich rede so schnell. Oh mein Gott. Was glaubst du eigentlich, was du da machst? Ja, okay, das ist der Typ, der sagt jetzt das hier, was ich gerade gesagt habe. Nämlich, dass man immer auf so kleine Sachen achten muss. Ja, ja, komm, lass mich in Ruhe. Ich hab's schon erzählt. Weißt du, den falschen Pfad? Ja, ja. Wenn man falsch ist, dann geht man zurück und man muss halt einfach zum Hintergrundzeichen gucken. Und ja, ich hab's schon verstanden. Lass mich in Ruhe, verdammt. So. Dann gehen wir hier weiter. Und ja, seht ihr, so im Hintergrund sind so Blumen. Und, die bewegen sich dann irgendwo und da muss man dann rein, wie beim letzten Mal gerade. Da haben sie sich so bewegt und so gelacht und da mussten wir halt den Weg lang, wo die Blumen so gelacht haben. Seht ihr? Hier ist auch nichts und... ein Fussi! Oh mein Gott, die sind aber auch neu, die muss ich jetzt auch zeigen. Zack, oh, und Mario ist voll hingefallen. Okay, Waldfussi. Bam, ich hätte Hammer einsetzen sollen, verdammt. Egal.
So, diese Typen, die können sich klonen. Das ist ziemlich nervig. Und auch, ich bin so schlecht beim Action-Kommando. Habe ich den jetzt trotzdem? Nee, ach Mann, nee. Und hier ist das Action-Kommando ziemlich scheiße. Da ist es ziemlich schwer, aber ich glaube. Ja gut, ich schaff's. Ich krieg's hin. Da muss man halt ein bisschen viel spielen und viel sich auskennen und so. Und da geht das schon. Zack, und dann ist der erste besiegt. Und der zweite sollte auch besiegt sein, oder? Ich hoffe mal, das klar, das reicht hier. Oh Mann, ey, nee, reicht nicht. Oh, und jetzt klonen er sich. Seht ihr, die klonen sich immer. Und auch, oh, das ist so nervig. Die Kämpfe können so ewig gehen und die bringen kaum Sternpunkte. Das ist so nervig. So, und dann machen wir hier nochmal Powerpanzer. Hoffentlich klappt es diesmal ein bisschen besser. Zack, zack, zack. Dann haben wir die hoffentlich besiegt. Nee, da hinten. Oh, die haben sogar noch volle KP, die neu erzeugten. Das ist voll scheiße, Mann. Oh, und zack. Okay, dann haben wir den auch besiegt. Dann können wir endlich weitergehen. Yay! 9 Sternpunkte. So, und... Oh, wir kriegen mehr Münzen. Das ist toll. Danke. Hat sich der Zauber total gelohnt. Seht ihr? Die 50 Münzen haben wir ruckzuck wieder zusammen. So, zack, hier alles einsammeln und... Geld, Geld, Geld. Und jetzt hier können wir weiterfahren. Ist hier hinten irgendwas? Nee, doch nicht. Und hier vielleicht. Doch, seht ihr da hinten im Baum? Da waren so Augen. Da kann ich jetzt her durch. Da hinten im Baum, da waren Augen. Böse, gruselige Augen. Oh, ich hab's Angst. Kann ich jetzt hier... Ja, genau, jetzt kann ich hier so... Die lachen so und drehen sich und... Hier oben, das war's. Hallo. Oh, das ist der Typ. Lass mich in Ruhe, ich geh weg. Hier sind andere Blumen. Und jetzt muss ich gucken... Ja, okay, das ist der Weg, weil das hier sind andere Blumen. Oh, wie auffällig, ey, Leute. Das ist so einfach. Guckt euch das an. Zack, dann können wir hier durch. Hier in diesem Wald gibt's noch etwas, das man unbedingt einsammeln sollte. Ich glaube, das ist gleich hier irgendwo, oder? Ja, seht ihr hier, genau hier. Nämlich nochmal so ein Zaubersamen. Und die brauchen wir dann später im Spiel, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und ich sag's gerne immer wieder. Gib mir einen Zaubersamen, danke, tschüss. Ja, ja, lass mich in Ruhe, ich geh schon. Da, wie kriegst du eigentlich Licht hier in diesem Wald? Das ist doch scheiße hier für dich, oder? Ich denke, Blumen mögen Licht und so. Okay, oh mein Gott, wir müssen da lang. Seht ihr hinten? Voll gar nicht auffällig, ne? So, dann können wir hier... Sind wir bald da, hoffentlich. Oh, und jetzt kommen hier die Pilze. Guck, die leuchten. Und dann geht's hier weiter. Und da sind andere Pilze. Und die leuchten so. Und ich kann noch keinen Unterschied feststellen. Genau, das sollte ich sagen. Oh Gott, ey, Leute. 1000 Kämpfe hier. So, dann können wir weiter. Hier hat es immer noch Pilze. Und, ja, voll gar nicht auffällig, ne? Hier, die ganzen Pilze, ne? Gehen wir mal da lang, ha? Ja, vielleicht haben wir Glück. Oh, es war der richtige Weg. Toll. Und hier, die lachen wieder und verschwinden. Okay. Und die hier, die lachen und verschwinden. Hm. Und blöder Fuzzy, hau ab, ich hasse dich. Und jetzt kommt hier noch ein Piranha. Warum jagt mich hier alles, ey, Leute? Dieser Wald ist so schlimm. Okay, die hier verschwinden nicht, also kann ich hier rein. Das ist schon ein bisschen schwerer, aber es ist trotzdem einfach. Okay, sind wir jetzt endlich da. Oh, Leute, wie lange geht das noch? Der Wald ist wirklich... Ah, ewig. Oh mein Gott. Scheiß Fuzzy. Ich sehe keinen Unterschied zum vorherigen Weg. Vielleicht hier. Ja, kommt jetzt wieder was mit einem Baum oder sowas, oder? Oh, ein Schild. Oh. Guck. Hast du euch das in Buches Welle zu legen? Dann hier lang. Oh, seht ihr? Gar nicht auffällig. Denen sind wohl die Ideen ausgegangen oder so. Und... guckt das euch an. Luigi's Mansion. Oh. Oh mein Gott, die Musik. Voll so Schocker. Okay. Puh, sieht so aus, als hätten wir es endlich geschafft, aus diesem Spukenwald herauszufinden. Es ging ja gar nicht lange, es ging nur so 8 Minuten oder so. Wetten, dass dies hier die Villa ist, von der die alte Buhu gesprochen hat? Der Buhutler war das, der Buhu. Sorry, ich musste gerade husten. So. Dann können wir hier rein und mal gucken. Oh, guckt es euch an. Oh, die Tür ist zu. Mhm. Okay, Schokoladentüren. Yay. Hallo? Willkommen, sehr verehrte Damen, sehr verehrte Herren. Hä, wer... Ah, okay, Bombette, glaube ich. Ich bin erfreut zu sehen, dass Sie das Nimmer-Nimmer-Wald gefunden haben. Meine Herren, erwartet Sie im höchsten Zimmer dieser wunderschönen Villa. Warum müssen die immer im höchsten Zimmer sein, ey? Das ist doch blöd. Jetzt muss ich da hochklettern, oder was? Bitte gehen Sie in den zweiten Stock. Dort werden Sie alle Neuigkeiten über die hohen Sterne erfahren. Oh, ich bin so arrogant. Ich werde Sie dort erwarten. Ich
bin der Beste. So, ich würde sagen, wir gehen hier mal unser Leben hier auffüllen. Haben wir was verloren? Ich glaube schon. Ja, hier, zack, zack, alles aufgefüllt. Und ich würde sagen, wir beenden Part hier. Danke fürs Schauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.